Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Und da bin ich erstmal kurz aus dem Bildschirm verschwunden und schon wieder hier. So, ja, wir haben in der letzten Folge versucht, dieses Buch hier zu besiegen. Ist nicht gerade einfach, aber wir versuchen es jetzt noch einmal. Ich hoffe, diesmal klappt's. Und dann schauen wir mal, was passiert. So, der Kampf war ja letztens sehr ja, unausgeglichen. Das Buch hat ein paar Vorteile gehabt. Schon eine Schweinerei. Allein deswegen schon. Schauen wir mal, ob wir es diesmal hinkriegen. So, mit Bibi können wir auf jeden Fall weiter sammeln. Seite ist leer. Ja, da passiert nichts. Papier kommt einfach. Ja, was passiert da? Verwandt, regeneriert MP und HP. Okay, machen wir so. Bibi sammelt wieder fleißig. Die Seite ist leer. Okay. Wir noch mal euren Chakra machen, ja? Habe ich seine Tür? Sammeln wir doch gleich nochmal. Ja, der Kampf wird auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Wenn man dann nur Zauber auf das Buch einsetzen kann, aber auch nur wenn es draußen ist. So viel. Warum so viel gleich? Ah, natürlich, weil er in Trance ist. Ah, kriegt der gleich erstmal. Das ist alles nett. Und natürlich. Ach, komm schon. Belebe ich die erstmal alle wieder. Anders gibt's ja richtig schön bei ihm klauen und wohl klauen werde ich nicht. Die Dame heilt sich erstmal. Ich ersetze wenigstens nochmal Chakra ein. Hat aber sehr viel gebracht.
natürlich sehr gut. Oh, habe ich kein Gift und Galle bei mir? Das ist nicht schlecht. So sieht an, ist das voll geheilt wieder. Aaron ist auch wieder da. G6 noch ein so ein Angriff und der ist weg. Sehr geil. Und Fafnirs Wind setze ich nochmal ein. Und dann besiegen wir mal das Buch endlich. Ich meine, die Sachen, die er da hat, ist jetzt nicht so wichtig. Das können wir auch so kaufen. Aber ich will die Erfahrungspunkte haben. Deswegen mache ich den Kampf für den Menschen. Gut, dann lebt er nur. Ah, verfehlt, sehr gut. Ach nee, jetzt verschwindet er wieder. Verdammt. 37. Mal ein Mithril durch, vielleicht hilft das ja ein bisschen. 20, toll. Können wir doch nochmal was klauen. Ich dachte, er hat nicht so viel. Hat weniger. Aber ich glaube, weil ich jetzt ein bisschen stärker bin. Und auch 429, alles klar. Wie sind wir im Trance-Zustand? Den müssen wir auf jeden Fall erstmal heilen. 32 für die Kasse. So, dann greift den mal an. Ich hoffe, das bringt jetzt was. So, was kommt jetzt? Nee, reicht noch nicht. Oh, Seite 150 bis 200 ungefähr. Kein Angriff mehr, wir werden jetzt einfach nur noch gucken, dass wir uns heilen. Okay, vergiftet ist kein. Musik sehr gut. Endlich. Wo macht man so nicht anders? Ein 1100 Erfahrungspunkte, sehr gut. Und 30 AP. Oh, ich wollte gerade sagen, was läuft mir doch. Hermesstiefel erhalten. Ein verlässlicher Kerl. Ja, was können wir jetzt machen? Anlegen? Detonator und wer geht nicht? Die Posi, die Kuschelhut, auch nichts weiter. Das ist dran. Christian-Tüter hat die noch nicht. Okay. Das ist aber nur ein Hut. Das ist nix. Wird da glaube ich auch nichts weiter? Nee. Ich bin nicht so.
Felsen fürs Thermometer. Knarre weg. Nehmen wir Vollmond erstmal. Exorzismus. Und Galle ist gut. Okay, mehr haben wir nicht. Dann Wilhelm Tell, was ist denn das? Trefferquote von physischen Angriffen steigt. Machen wir das doch. Monster aus Stein immensen Schaden zu. Hört sich auf jeden Fall auch interessant. Können wir aber noch nicht machen, weil wir noch nicht so viele Punkte haben. Also so viel kann gar nichts angehen. Und hier ist auch gerade nichts. Okay. Gut, dann haben wir das erledigt. Gehen wir erstmal nach oben. So. Genau. Gehen wir erstmal nach oben. Gehen wir hin, hier. Nein, hier geht's nicht hin. Hier. Ah, dann gehen wir mal hier nochmal rein. In die Wachstube. Wachstube. Okay, in letzter Zeit kommen keine Briefe an. Ja, naja. Wenn Kinder einen Brief hat, kommt auch nichts. So, hier speichern wir mal schnell. Ist ja schon ein bisschen her, wo wir gespeichert haben. Und los geht's. Dann gehen wir mal nach oben. Und hier rein. Ja, Treppen müssen wir auch noch oben. Bleibt uns nichts anderes übrig, aber zum Glück geht's nicht so weit hoch. Was ist das? Unglaublich. Eine Vorrichtung im Schloss Alexandrias vorzufinden. Nun, Lilly und Eiko sind also da oben? Mit Sicherheit, Zirp. Wir müssen ihnen zur Hilfe ein, Zirp. Was soll das werden, Zirp? Von hier an gehe ich alleine weiter. Geht ihr alle doch die anderen Leute retten. Die dann. Aber ich möchte Lilly und Eiko auch helfen. Im Moment kann ich an nichts anderes als Lilly denken. An nichts anderes als Lilly. In diesem Zustand bin ich blind für alles andere. Das macht mich nicht gerade zu einem verlässlichen Gefährten. Wirklich tolle Rede, Sida. Das ist ja fast wie in einem schlechten Theaterstück hier. Aber auch ein schlechtes Theaterstück braucht seinen Helden. Salve. Genau diese Einstellung mag ich an dir, mein Bester. Aber auf einen anderen Menschen aufpassen, das ist keine leichte Sache, Sida. Ich weiß, Freya. Hörst du, Vivi? Den Rest überlassen wir sie dann. Aber ich... Wir verlassen uns auf dich, Zirp. Die kleine Zirpe. Vivi, bitte versteh doch. Braucht es einen Grund, um jemanden zu retten? Braucht es einen Grund, um zu leben? Braucht es wirklich einen Grund? Im Moment handle ich nur nach meinen Gefühlen. Wie dann? Ich glaube, ich verstehe dich. Bitte hilf Lilly und Eiko. Jedoch. Kann ich mit den Mädels alleine sein? Wohl. Mit dem kleinen Mädel nicht unbedingt, aber mit dem großen Mädel. Hoppla. Was war das gerade für ein Wegen? Uraha. Na mal schauen. Oha, was kommt jetzt? Nein. Jetzt nicht noch Alexander.
Heikos grimmiges Gesicht. Ellie, es tut mir leid. Ich war ein Dummkopf. Sieh da an. Haben wir was Schlimmes getan? Wir reden später über alles. Erstmal sollten wir uns in Sicherheit bringen. Das glaube ich auch. Dann geht's gleich wieder los. Viele Seelen sind zu den Sternen zurückgekehrt. Aber in unserer tausende von Jahren währenden Reise ist dies nur ein unbedeutendes Detail. Der Kreislauf der Seele Gaias wird schon bald nicht mehr ihr eigener sein. Jedoch ist die Zeit noch nicht gekommen. Noch kann der Kreislauf nicht übernommen werden. Du wirst wohl noch einiges für mich erledigen müssen. Du klammerst dich in deiner begrenzten Zeit an Gaia. Und dies wird dein Schicksal, Julia. So wie es meines ist, ihn wiederzutreffen. Ihn, dessen Schicksal es ist, dich zu ersetzen. Wenn du meinst? Wie ihr sehen könnt, gehen die Wiederaufbauarbeiten der Stadt recht zügig voran, Großherzog. Ja, und alle Ingenieure aus dem Industriegebiet, die die Katastrophe überlebt haben, kommen nach und nach auf mich zu und bewerben sich für den Bau der Hildegard 3. Auch das Volk von Lindblom ist eben verlassen, Zirp. Weil alle an euch glauben, Eure Exzellenz, und weil sie stolz darauf sind, Bürger dieses Landes zu sein. Solange das Volk etwas hat, auf das es vertrauen kann, wird es keine Katastrophe der Welt so schnell in die Knie zwingen. Vertrauen? Hatschi! Das klingt nach Bark. Oh, er ist auch. Bark auch, Herzog. Und wie sieht's aus? Schlimm. Ach was. Schlimm ist gar kein Ausdruck, Zirp. Ei für die Müllhalde. So sieht es aus, Zirp. So schlimm also? Ja, am besten, ich sage gleich hoffnungslos, Zirp. Nummer 3 neu zu bauen wird wohl schneller gehen, als zu versuchen, Nummer 2 zu reparieren, Zirp. Verstehe. Aber eigentlich meinte ich ja die Sache mit Zidane. Zidane? Dem geht's soweit ganz gut, Zirp. Ich denke, er müsste eigentlich demnächst zu sich kommen, Zirp. Lenk, geh doch mal ins Schloss und schau nach, wie es ihm so geht, ja? Ach ja, sollte er tatsächlich schon auf dem Bein sein. Kannst du ihn bitte ausrichten, mich in meinem Gemach zu treffen? Oh, die Truhen sind wieder da. Lilly, Heiko, wie komme ich hierher? Mach mal einfach die Truhen auf. Egoistenreif, okay, das passt. Warum ist noch eine Truhe und ein Mori, alles klar. Und was kriegen wir da? Ein Elixier, nehmen wir alles mit. Haben wir ein bisschen was verbraucht. So, haben wir noch? Gut, dass Lindblum wieder aufgebaut ist, Kupo. Die Fossilienmine war mir nämlich unheimlich, Kupo. Übrigens, ich hätte da eine Bitte an dich, Kupo. Übergib diesen Brief an Modon. Gerne. An Kupo. So, dann speichern wir hier auch nochmal, damit wir es hinter uns haben. So. Na gut. So, das war's. Dann gehen wir mal raus hier aus dem Zimmer. Lebst du noch, Zidane? Ja, so schlimm scheint es dich ja gar nicht erwischt zu haben. Ein bisschen mehr Mitgefühl, wenn ich bitten darf, Blank. Übrigens, komme ich hierher? Was ist danach passiert? Wie bin ich hierher gekommen? Jetzt mach mal langsam. Alles schön der Reihe nach. Dich in dem ganzen Chaos zu finden, war echt kein Zuckerschlecken. Alle anderen sind heil davon gekommen. Aber da du ja mal wieder den Helden spielen musstest. Ja, ich weiß. Aber ich musste doch unbedingt Eiko und Lilly retten.
Das sieht dir wieder mal ähnlich. Auf jeden Fall hatte es dich ziemlich heftig erwischt. Danach holten wir uns am Hafen ein Schiff und haben die Kurve gekratzt. So war das also. Mal ganz nebenbei bemerkt, sind seitdem ganze 3 Tage vergangen. Was? 3 Tage? Ach ja, Großherzog Zitt erwartet dich in seinem Gemach. Ja gut, ich werde mal vorbeischauen. Eieiei, 3 Tage. Ist nicht gerade wenig. Strandgut. Okay. Hey, das Ding ist ja völlig aufgedunsen. Er ist wahrscheinlich schon tot. Was das wohl mal war? Was treibt ihr da? Huch. Hallo, Herr Hauptmann. Da ist so ein komisches Ding an Land getrieben. Was? Lasst sehen. Komisches Ding, das ist doch nur Quina. Ihr werdet das vielleicht nicht glauben, aber ich bin praktisch auf dem Meer groß geworden. Also, da kommt jede Hilfe zu spät. Ruf einen Arzt. Er soll einen Totenschein ausstellen. Ist klar. Na, endlich parieren die mir mal aufs Wort. Oder auch mal Zeit, dass sie ein bisschen Respekt vor mir. Wo bin ich, Mampf? Außerdem habe ich Hunger, Mampf. Ah ja, Quina, wie immer. So, ja. Wir sollen ins Gemach. Na gut, dann gehen wir mal. Und das Fehler. Nein, nicht den. Den da. Ein Beamter. Die Soldaten hier sind ein einziges faules Pack. Ich darf sie also keine Sekunde aus den Augen lassen. Wusste er nicht. So faul sind die doch ja nicht. So, ab in die 2D Ebene. Müssen wir jetzt beim Herzog angekommen sein, oder? Doch, gehen wir erstmal rein. Gerade zu? Da oben. Keine Ahnung. Ah, hier ist richtig. Hehe, tut mir leid, dass ich euch Sorgen bereitet habe. Du bist also wieder auf den Beinen, mein Bester. Ja, mir geht's schon wieder besser. Sieh dann, Großherzog Sid erwartet dich bereits ungeduldig in seinem Gemach. Ja, ich weiß schon Bescheid. Also bis nachher, Leute. Okay, also doch nach oben. Deine Exzellenz erwartet euch bereits. Bitte tretet ein. Ich soll die Wache ansprechen. Na gut. Ah, du bist also wieder bei Bewusstsein, Sir. Was gibt's denn so Dringendes? Wir haben, was den Vorfall in Alexandria betrifft, einiges herausgefunden, Sir. Darüber wollte ich euch alle informieren, Sir. Die anderen haben sich bereits unten im Konferenzraum versammelt. Wir können umgehend mit der Besprechung beginnen. Dann lass uns sogleich anfangen, Zirp. Lass uns in den Konferenzraum gehen, Zidane. Ja, da war ich gerade. Hätte ich nicht gleich dahin gehen können? Sind alle versammelt, Zirp? Die Prinzessin scheint noch nicht anwesend zu sein. Eiko, geht sie holen. Eiko, warte. Und weg ist sie. Nun gut, lasst uns trotzdem beginnen, Zirp. Erstmal, Zirp, bin ich froh, dass alle wohl auf sind, Zirp. Gewissensbisse. Ist das meine Schuld? Dass von Alexandria kaum noch etwas übrig ist? Diese einstmals prachtvolle Stadt? So viele Unschuldige mussten ihr Leben lassen. Habe ich sie alle mit hineingezogen? War es vielleicht ein Fehler, Alexander zu beschwören, der Eiko es mir geraten hat? Nein. Eiko trifft keine Schuld. Ich hätte einfach nicht von zu Hause weglaufen sollen. Nur meinetwegen müssen sie dann, wie wir und die anderen, alles durchmachen.
wäre ich doch bloß nicht von zu Hause fortgerannt. Dann hätte ich vielleicht Mutter noch retten können. Oder vielleicht ist sie gerade, weil ich weggelaufen bin, so geworden. Ich habe den Thron bestiegen, um die Fehler, die Mutter begangen hat, wieder gut zu machen. Aber stattdessen beging ich einen noch viel verheerenden Fehler. Was soll ich bloß tun? Ich? Aber die Stadt ist völlig zerstört und viele Unschuldige mussten ihr Leben lassen. Das ist wahr, Zip. Prinzessin Garnets Schmerz sitzt sicherlich tief. Die Stadt befindet sich im reinsten Ausnahmezustand und vielen Bürgern steckt die Angst noch in den Knochen. Beatrix und ich kämpften für das Volk Alexandrias gegen diese verruchten Monster. Es war ein erbitterter Kampf. Wir beide waren gerade darauf gefasst, in ihm unser Leben zu lassen. Und seitdem fehlt von Beatrix jede Spur. Auch Lindblum hat sich bei weitem noch nicht wieder erholt. Bis das Volk Lindblums wieder aus seiner Ohnmacht erwachte, bedurfte es einiger Zeit. Bis die Überlebenden in Alexandria wieder Hoffnung schöpfen, wird es noch viel zu tun geben. Aber dieser Kuya, erst Bometia, dann Clara und nun auch Alexandria. Welches Ziel verfolgt er? Jede Strafe wäre für diesen Mistkerl zu mild. Das glaube ich auch. Aber du hast seine immense Macht gesehen. Was wollt ihr seiner enormen Kraft entgegensetzen? Genau da liegt der Hund begraben. In Alexandria habe ich etwas Unfassbares gesehen, Sir. Was denn? Kurz vor der letzten Explosion sah ich, wie dieser Kuh auf der Hildegard 1 Alexandria verließ, Sir. Und damit nicht genug. Es befand sich auch die Schwarzmagier an Bord, Sir. Und auch keine einfachen Schwarzmagier, denn sie konnten alle ganz normal sprechen, Sir. Nein, das kann doch auch nicht etwa die aus dem Dorf der Schwarzmagier. Großherzog, haben die dir da deine Facettenaugen nicht womöglich einen Streich gespielt? Ich verbitte mir diese Scherze, Sir. Es herrscht kein Zweifel, Sir. Das kann doch nicht sein. Ich kann das einfach nicht glauben. Kochend vor Wut. Hätte es der alte Kauz Galant doch fast geschafft, mich aus dem Weg zu räumen. Aus dem Weg räumen? Mich? Aber so einfach werde ich es ihm nicht machen. Lächerlich. Ich soll sterben? Ein Ding der Unmöglichkeit. Völlig undenkbar. Und außerdem ist es schon längst zu spät, denn es hat bereits angefangen. Ich werde diesen Tattergeist, der vergessen hat, wann es Zeit ist, abzudanken, in den Ruhestand schicken. Was ist passiert, frage ich. Ihr seht schlimm zugerichtet aus, sag ich. Schweigt! Und wenn ich Alexandria nicht bekommen sollte, dann werde ich einen geeigneten Ersatz für ihn finden. Alexander, nicht Alexandria. Du da drüben. Ich bin Nummer 234. Ich habe dich nicht nach deiner Nummer gefragt. Wurden alle Vorkehrungen getroffen? Ja. Gut. Der Plan entstammt ja auch meinem Genie. Ich werde sie noch brauchen. Noch eine Weile sollen sie nach meiner Pfeife tanzen. Ich werde mich ein wenig ausruhen. Seht zu, dass alles nach Plan verläuft. Du willst mir doch nicht erzählen, dass die sauer gewordene Herzogin dich in eine Juckzirpe verwandelt hat. Eine lächerliche Geschichte, nur weil ich meine Triebe nicht zurückhalten konnte, Zirpe. Aber dennoch, wie konntet ihr die Hildegard 1 in Kuyas Hände fallen? Das frage ich mich auch, Zirp. Sicher hat er in seinem Wahn das Luftschiff und mit ihm auch Hilda entführt, Zirp. Ihr müsst mir, koste es was es wolle, mein Luftschiff und Hilda wieder zurückbringen, Zirp.
Welch erbärmliche Geschichte für den Herrscher eines Reiches. Nur leider können wir Kuya trotzdem keine Handlungsfreiheit lassen. Ihr sprecht mir aus dem Herzen. Es muss endgültig etwas gegen ihn unternommen werden. Das ist schon klar, aber wie sollen wir denn ein Luftschiff verfolgen? Wir wissen ja auch gar nicht, wo es hin ist. Ich habe bloß die Hildegard 2 nicht verloren. Mit meinem Aussehen werde ich den Bau eines neuen Luftschiffes nicht beaufsichtigen können. Könnte ich doch nur mein menschliches Aussehen wieder erlangen. Aber wie, weiß leider nur Hilde. Roboter, ist euch vielleicht eine andere Methode bekannt? Ich habe so etwas vorausgesehen und Professor Toto nach Lindblom gebeten, Eure Exzellenz. Er müsste in Kürze eintreffen. Oh, Professor Toto wird uns mit Sicherheit mit seinem großen Wissen zur Seite stehen. Verzeiht die Verspätung. Professor Toto, vielen Dank, dass ihr euch hergenommen habt. Ich doch, es ist mir eine Ehre. Mir kam der Vorfall über die verheerende Katastrophe auch schon zu Ohren. Umso mehr erfreut es mich, alle bei bester Gesundheit anzutreffen. Oh, mir scheint die Prinzessin und Fräulein Eiko sind nicht anwesend. Sie werden doch nicht etwa... Keine Sorge, Eiko ist nur gerade Lilly suchen gegangen. Oh, dann besteht ja kein Anlass zur Besorgnis. Professor Toto, können wir nur? Etwas ganz Schreckliches ist passiert. Eiko, was ist denn? Oho, munter und quicklebendig wie immer. Lilly kann... Was? Nun sag schon, was ist mit Lilly? Lilly kann nicht mehr sprechen. Was ist los? Hey, Lilly ist im Gästezimmer. Hey, Eiko. Ich werde mal nachschauen, was los ist. Wartet hier. Lass uns gehen, Professor. Ich werde euch begleiten. Scheint mir sinnvoller, wenn wir die Besprechung einstweilen unterbrechen, Zip. Wie ihr wünscht. Wir werden die Besprechung unterbrechen und zu gegebener Zeit wieder fortsetzen. Und sie dann? Halte mich über das Wohlergehen der Prinzessin auf dem Laufenden. Dass sie jetzt nicht mehr sprechen kann, das ist nicht gerade schön. So, erste Runde. Und ein ins Gästezimmer. Bevor wir das Gästezimmer betreten, werde ich hier die Folge noch beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.